Herzlich willkommen bei Eschas Tarot bei einem kurzen Wochenimpuls. Ich möchte einmal für Sternzeichen legen, zwei Karten, was diese Woche so für euch bringen wird. Wir sind beim Sternzeichen Zwillinge und die Kalenderwoche ist die 50. in diesem Jahr. Die beginnt am 12. und endet am 18. Dezember. So, eine Karte ist schon rausgefallen und da haben wir die Welt. Okay, die Welt ist so eine Karte, die so einen Abschluss anzeigt. Da ist dann alles in Ordnung, man hat den Weg gemacht, man ist zu Hause angekommen, es fühlt sich alles rund an, es ist alles wieder in trockenen Tüchern. Jetzt legen wir nochmal eine zweite Karte daneben für den Kontext. Okay, ja, spannend. Also im Moment habe ich tatsächlich, also für diese Woche habe ich die Welt jetzt auch schon ein paar Mal auf dem Tisch gehabt. Das scheint so eine Woche zu sein, wo so ein Abschluss passiert. Beziehungsweise, wo man das Gefühl hat, man ist jetzt, man hat jetzt irgendwas durchgestanden. Irgendeine Entwicklung ist jetzt beendet. Wir haben ja viele, viele Aufgaben vom Universum bekommen in diesem Jahr. Das war ja ganz anstrengend und ganz schwierig teilweise für einige Leute. Und jetzt hier auch für dich, liebe Zwillinge, haben wir hier, den Abschluss. Tatsächlich. Also es wirkt hier so, als ob du da jetzt deinen Weg gemacht hast und als ob jetzt in dieser Woche du das genießen darfst oder als ob dieses letzte Kapitel noch geschrieben wird und danach wird das Buch zugeklappt. So, jetzt haben wir den Pagen der Schwerter. Da kommt nochmal so ein Klärungsimpuls dazu. Das heißt, du darfst nochmal irgendwas klären oder du hast nochmal die Chance, etwas zu klären. Ob du das dann wirklich annimmst, ist wieder deine eigene Entscheidung. Das darfst du auch ablehnen, wenn du das möchtest. Aber hier kommt nochmal so eine Klärungschance. Und ich denke, die wirst du nehmen müssen, damit du dann das letzte Kapitel abschließen kannst. Das ist noch nicht geschrieben, aber wir sind kurz davor. Und das wirkt natürlich super. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Bereich deines Lebens das ist. Liebe, Arbeit, Familie, Beziehung, keine Ahnung. Und das kann alles Mögliche sein. Kann auch bei den Finanzen irgendwie ein Abschluss sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wirkt das hier, als ob hier noch eine Klärung im Raum offen ist. Das Gute ist tatsächlich, dass wir am 16. Dezember in dieser Woche haben wir den Mond in der Jungfrau. Das ist eine sehr energetisch aufgeladene Zeit. Es kann auch sein, dass das so ein bisschen hibbelig und nervös macht. Und dann würde ich tatsächlich auch das Datum nutzen, um dann etwas zu klären. Ja, und dann wirst du auf jeden Fall Klarheit bekommen. Es wirkt auch nicht nur wie eine kurzfristige Klarheit, sondern wirklich wie eine langfristige Klarheit in einer langwierigen Angelegenheit. Ja, das war's von mir. Nur ein kurzer Wochenimpuls. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.